Willkommen zurück zu der Videoserie, wo ich einmal alle Lernfelder der IT-Berufe vorstelle. Im heutigen Video geht es um das Lernfeld 4 und zwar eine Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen. Hier lernst du die Grundlagen der Informationssicherheit kennen sowie die wichtigsten Normen und Gesetze in diesem Bereich. Du lernst, welche Bedrohungen und Schwachstellen es gibt und wie man sich technisch und organisatorisch gegen diese schützen kann und was für Maßnahmen man dafür einleiten muss. Ziel ist es, sich mit der Informationssicherheit und mit der IT-Sicherheit auseinanderzusetzen. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge, damit du am Ende einen klaren Überblick davon hast, welche Bedrohungen gibt es, was für Schwachstellen können ausgenutzt werden und wie genau kann ich meinen Arbeitsbereich dagegen schützen, und am Ende sollst du wirklich in der Lage sein, eine Schutzbedarfsanalyse durchzuführen. Das heißt, das müssen wir verbessern, das müssen wir umsetzen, damit danach der Arbeitsbereich sicher ist. Also, ich würde sagen, gib den ganzen Hackern meine Kampfansage da draußen.